Und damit ein schnurzliches Hallöchen hier für das neue Let's Play jetzt ab jetzt auf meinem Kanal. Soweit ich weiß, kommt das nach Portal. Und es wird, da es ein längeres Projekt sein wird, also nicht so kurz wie jetzt Portal mit 7, 8 Folgen, sondern es geht schon deutlich, deutlich länger, wird dieses Projekt auch wieder täglich kommen. Und noch einmal ein herzliches Hallo zu Mass Effect. Ein Spiel, das doch schon recht alt ist und dementsprechend also auch schon die Grafik ein winzig kleines bisschen veraltet wirkt. Dem sollte man aber eigentlich keine weitere Beachtung schenken, da laut Nemasuk und vielen anderen das Spiel oder die Spielreihe sehr, sehr geil sein soll. Und das hat mich schon überzeugt und Tatsachen wie, dass man Entscheidungen, die man im ersten Teil trifft, in den zweiten dann mit übergehen und dann auch in den dritten noch. Also ich muss tierisch aufpassen, wo ich das Maul aufreiße, damit ich das Ganze nicht so verbocke wie bei Witcher. Und ja, ich habe keine Ahnung, was mich erwartet, außer dass mich ein paar Aliens, glaube ich, erwarten und ein kleiner Shooter, glaube ich. Ich weiß es gar nicht genau. Und ich würde sagen, ich husche jetzt nochmal ganz flott aufs Desktop, um zu gucken, ob er gescheit aufnimmt, weil ihr kennt ja mein OBS, dass er bei Vollbildaufnahmen gerne mal rumspackt. Und dementsprechend würde ich sagen, wir schauen ganz kurz nach. Und wenn alles passt, und das schaut so aus, dass alles passt, würde ich sagen, legen wir direkt los. Und ich bin schon ganz gespannt darauf, was auf mich zukommt. Also ich habe wirklich keine Ahnung. Willkommen in der Datenbank des Allianz-Militärs. Geheime Informationen angefordert. Es ist sogar auf Deutsch. Wie cool. Also sprachlich auch auf Deutsch. Sichere Verbindung wird aufgebaut. Sichere Verbindung bestätigt. Aufgrund Ihres geheimen N7-Status sind die ID-Daten nicht vollständig. Bitte bestätigen Sie Ihre ID gemäß der unten stehenden Aufzeichnungen oder registrieren Sie sich manuell. Ernsthaft? Wir können uns einen eigenen Namen angeben. Interessant. Neue ID. Geben Sie Ihre Karriereinformationen und physischen Daten manuell in die Crew-Datenbank ein. Was? Weiblicher Schnellstart? Nee, dann wenn, dann individuell. Geil. Okay, ich würde sagen, da wir schon viele, 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 viele weibliche Siras hatten, mache ich mal bitte einen männlichen Sie sich Charakter. Ein, um Zugang zu Ihrem Profil zu erhalten. Ach, den Nachnamen kann ich anscheinend nicht ändern, sondern nur den Vornamen, das macht aber nichts. Da ich ja in den nächsten Tagen mit den Chibis von Cole und Agonis beginne, würde ich sagen, wir nehmen mal endlich einen dieser beiden, weil Low hatten wir auch schon zu Genüge. Und wen nehmen wir denn da? Ach, nehmen wir mal, ich denke mal, das passt hier zum Shooter, nehmen wir mal Agonis. Und gucken mal, was passiert. Achtung, fehlerhafte Dateien entdeckt. Oh. Bitte stellen Sie Ihr Profil wieder her. Okay. Zeit vor dem Dienst bestätigen. Raumfahrer, Kolonist von der Erde. Hä? Ihre beiden Eltern waren beim Allianzmilitär. Sie verbrachten ihre Kindheit an Bord von Schiffen und Stationen und verblieben dabei nie lange an einem Ort, da ihre Eltern häufig versetzt wurden. Im Alter von 18 Jahren traten sie in die Fußstapfen ihrer Eltern und verpflichteten sich fürs Militär. Raumfahrer, was war Raumfahrer? Kolonist? Ach so, das beschreibt die jeweiligen. Wir sind auf Mindor geboren und aufgewachsen, einer kleinen Kolonie am Rand der Attika-Traverse. Ich hoffe, ich lese das alles so richtig vor. Es tut mir leid, falls ich mich ein bisschen doof anhöre, weil ich einfach nicht weiß, wie die Wörter ausgesprochen werden. Als sie 16 Jahre alt waren, überfielen Sklavenjäger Mindor und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Ein paar Jahre später verpflichten sie sich selbst zum Allianzmilitär. Oder wir sind von der Erde. Als Weise sind sie auf den Straßen der riesigen Erdmetropolen groß geworden. Sie konnten sich dem Leben im Umfeld
der Kleinkriminalität und der Straßengangs entfliehen, indem sie mit 18 Jahren zum Allianz-Militärdienst, an dem sie sich gemeldet haben halt. Ja, was nehmen wir denn da? Das passt nicht. Das könnte passen, weil Agonist ja selbst auch gar keine Eltern hat. Aber es passt eigentlich am besten das hier. Überfielen Sklavenjäger Mindor und töteten ihre Familie und Freunde. Sie wurden von einer Allianzpatrouille gerettet. Es steht jetzt zwar nicht dabei, dass er mit entführt wurde, aber Agonist wurde ja von einer Dämonenhorde entführt und versklavt, bis er halt mit der Blutmagie fliehen konnte. Also anhand dadurch, dass er sich damit halt wirklich befreien konnte und die Dämonen halt damit umgebracht hat und dann halt fliehen konnte. Da passt eigentlich der Kolonist wirklich am besten. Psychologisches Profil bestätigen. Alter, das geht ja noch weiter. Willst du mich verarschen? Einziger Überlebender. Während ihrer Dienstzeit wurden sie auf eine Mission geschickt, die auf schreckliche Weise scheiterte. Sie befanden sich in einer extrem lebensbedrohlichen Situation und erlitten körperliche wie seelische Qualen, an denen die meisten Menschen zerbrochen werden. Alter, das passt wie die Faust aufs Auge, ey. Aber sie überlebten, ertrugen alles, woran andere zerbrachen, und jetzt sind nur noch sie übrig, um davon zu erzählen. Kriegsheld. Das bezweifle ich sehr stark, dass das zutrifft. Zu Beginn ihrer Karriere sahen sie sich eines Tages einer überwältigenden feindlichen Streitkraft gegenüber. Sie setzten ihr eigenes Leben aufs Spiel, um ihre Kameraden zu retten und den Feind trotz aller Widrigkeiten zu besiegen. Ihre Tapferkeit und ihr Heldenmut brachten ihnen zahlreiche Medaillen und Anerkennungen seitens der Allianz vorteil. Nee, das passt gar nicht. Skrupellos. Agonist ist auch skrupellos, weil sein Name bedeutet ja Schmerz und Qual, übersetzt grob gesagt. Aber in erster Linie, dass er das selbst erlebt hat. Er hat sich ja den Namen selber gegeben. Und in zweiter Linie, dass er auch sehr eiskalt und skrupellos seine Feinde niedermäht, sag ich mal. Mit seinen Hexerfähigkeiten da halt, ne? Während ihrer gesamten militärischen Karriere haben sie sich immer an eine grundlegende Regel gehalten. Der Auftrag muss erledigt werden. Man bezeichnet sie gemeinhin als kaltberechnend und brutal. Sie sind bekannt für ihre rücksichtslose Effizienz, weshalb andere Soldaten sich vor ihnen in Acht nehmen. Aber wenn Versagen keine Option ist, kommt das Militär immer zuerst zu ihnen. Ja, es passt trotzdem. Ich meine, er ist eiskalt und skrupellos, ja. Aber nicht in der Hinsicht, dass er einfach seine Aufträge erledigt, sondern er wollte eigentlich einfach nur überleben und ist deswegen eiskalt und skrupellos geworden. Und da passt wirklich das hier am besten mit der lebensbedrohlichen Situation und erlittene körperliche wie seelische Qual. Also da passt echt das am besten zu ihm. Militärische Spezialisierung bestätigen. Was? Hä? Um Gottes Willen, sind das jetzt Kampfklassen oder was? Wie geil! Alter, ich bin jetzt schon so ein bisschen geflasht, ehrlich gesagt. Experten, komm hier. Soldaten sind die perfekten Kampfspezialisten für die Frontlinien eines Feuergefechts. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung zu tragen und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung zu tragen. Das ist ja ein richtiges RPG ist das ja. Ich dachte erst, das wäre ein Shooter. Techniker sind Technikspezialisten. Mithilfe von holographischen Universalwerkzeugen können die Sicherheitssysteme dechiffrieren, technische Ausrüstungsgegenstände reparieren oder modifizieren, gegnerische Waffen oder Schilde stören und das Squad heilen? Der ist in der Gruppe drin oder was? Techniker können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Okay. Experten sind Biotik-Spezialisten. Mit Hilfe aufwertbarer Implantate können sie biotische Kräfte einsetzen, um Objekte zu heben oder zu werfen, das Squad mit einem Schild zu schützen und Gegner auszuschalten oder zu vernichten. Experten können ausschließlich leichte Panzerung tragen und nur an Pistolen ausgebildet werden. Infiltratoren kombinieren Kampf- und Technikfähigkeiten miteinander und sind spezialisiert darauf, Gegner im Fernkampf zu töten oder auszuschalten. Infiltratoren werden im Umgang mit Universalwerkzeugen ausgebildet und konzentrieren sich mehr auf Dechiffrierung und Offensivfähigkeiten und weniger auf Heilung.
Sie können Pistolen und Präzisionsgewehre und mittelschwere Panzerung einsetzen. Wächter, das klingt so ein bisschen nach Tank gerade. Wächter kombinieren Biotik- und Technikfähigkeiten. Üblicherweise verwenden sie biotische Fähigkeiten und fortgeschrittene Heiltalente, um Verbündete zu verteidigen. Obwohl sie auch Gegner mit biotischen oder technischen Angriffen stören können. Sie sind effizienter im Einsatz von Technik und Biotik als alle anderen Klassen, was allerdings zu Lasten ihrer Kampffertigkeiten geht. Wächter können nur leichte Panzerung tragen und kein erweitertes Waffentraining erhalten. Okay, es ist doch kein Tank. Es ist eher so ein Heiler. Frontkämpfer sind biotische Krieger. Sie kombinieren ihre biotischen Fähigkeiten mit ihrem Waffentraining, um Gegner auszuschalten. Und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Sie nutzen Pistolen und Schrotflinten und können sich auf die Verwendung mittelschwerer Panzerung spezialisieren. Oh Gott, ist das schwer? Ich hätte ganz gerne sowas wie ein Magier. Wo man einfach auf der Entfernung einfach nur draufballert, weil da Agonist ja hier mit Blutmagie zu tun hat, kämpft er meistens eigentlich auch nicht an der Front. Außer er nimmt die Form seiner in sich aufgenommenen, mutierten Kreaturen an und dann kann er auch direkt einfach mitten rein. Und ich schwanke ehrlich gesagt zwischen Soldat und Frontkämpfer. Weil Wächter, ich weiß nicht, wenn ich nur als Heiler da drin unterwegs bin und selber nicht draufballern kann, ich verlasse mich äußerst ungern auf die KI. Das ist das Problem. Ich verlasse mich nicht gerne auf KI. Frontkämpfer sind biotische, sie kombinieren biotische Fähigkeiten mit Waffentraining. Und sind besonders tödlich auf kurze Distanzen. Techniker sind auf Manipulation und Modifikation. Kampfspezialisten für die Frontlinien. Soldaten erhalten verbesserte Gesundheit, können im Umgang mit allen Waffentypen ausgebildet werden, haben von Beginn an die Fähigkeit, mittelschwere Panzerung tragen zu können und können sich darauf spezialisieren, schwere Panzerung. Und der hat mit biotischen Fähigkeiten, was natürlich auch wieder zu Agonis passt, weil der ja praktisch auch mit, ja, ich würde jetzt nicht sagen Biowaffen ankämpft, aber so Blutmagie ist halt auch so biologisch. Also er ist nicht auf Technik, sondern auch eher biologisch. Normalerweise wäre das hier eigentlich das Beste. Aber ich weiß nicht, das klingt doch relativ schwer. Also sondern halt anspruchsvoll. Und die hier sind meiner Einschätzung nach einfach für Anfänger geeignet. Ich glaube, ich nehme einfach mal den Frontkämpfer. Bestätigen. Erscheinung ändern. Boah, geil, was? Alter, wir verbringen die ersten 3 Folgen erstmal damit, unseren Agonis anzupassen. Haare. Kann ich denn auch die Farbe? Bart hat er überhaupt nicht, dankeschön. Haarfarbe. Okay, das geht leider nicht. Schade. Ja, der Gute hat blaue Haare. Da nehmen wir einfach mal was Dunkles. Farbe Gesichtshaare. Okay, das ist nicht so gut. Bleib mal so. Augenbrauen. Was passt denn da am besten? Das sieht irgendwie schwul aus. Nimm mal das hier. Haare. Okay, da haben wir eigentlich auch nichts, das wirklich passt. Dann nehmen wir mal das. So. Gesichtsvorschläge, Gesichtsstruktur. Haarfarbe, Hauttyp. Nee. Narben. Oh, warte. Oh, das ist gut. Das ist gut. Der gute Agonist hat ja eine Narbe über der von ihm ausgesehen linken Lippenseite. Da passt das richtig gut. Ansonsten hat er keine, nur die unten an der Lippe. Das übersehe ich jetzt einfach mal hier. Aber das passt schon richtig gut. So, was haben wir noch? Der Kopf. Gesichtsgröße, Nacken. Alter, ist das euer Ernst, ey? Ist das... Wie kann ich das denn anpassen? Kann ich den irgendwie drehen? Ah, jetzt ja. Bei dem ich ihm irgendwie halber das Genick breche. Wangenbreite. Alter, wie krass das einfach mal ist. Weißt du, das Spiel ist schon unfassbar
unfassbare Jahre alt. Ih, nee, das sieht nicht gut aus. Das Spiel ist schon uralt. Ja gut, die Ohren können wir eigentlich so lassen. Das Spiel ist schon uralt, schon fast. Und, das sieht doch schon recht gut aus hier. Ja, schon besser. Hier die Wangen noch ein bisschen. Warum ist das? Hä? Also entweder er guckt irgendwie zur Seite oder geradeaus. Ich hätte es aber ganz gerne so ein bisschen so ein Mittelding, dass ich einfach das beobachten kann, wie sich die Wangen einfach verändern. Weil das ist gerade so ein bisschen scheiße. Nase bitte. Hätte ich hier gerne ein bisschen... Das ist gut, das ist gut. Aber das kriegt das Spiel kriegt das mal locker 10-mal besser hin als zum Beispiel die Charaktererstellung bei WoW, bei dem man irgendwie nur zwischen verschiedenen Gesichtern und Arten wählen kann, aber keine individuelle Anpassung hat einfach. Augenhöhe. Kann ich wenigstens die Augenfarbe? Irisfarbe. Ja, Irisfarbe. Was hatte der Grau? Ich weiß jetzt gar nicht. Ist das Grau? Das ist, glaube ich, Grau, ne? Brauentiefe. Brauenhöhe. Augenhöhe. Augenabstand. Nee, das sieht alles komisch aus. Ach ja, die Augenform. Gibt es ja noch andere? Sieht ein bisschen verpennt aus gerade, der Gute hier. Nee, da passt wirklich dieses Katzenartige am besten. Augentiefe. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie kein sonderliches Ass dabei, das zu erstellen. Der Kiefer müsste normalerweise auch noch ein bisschen zurück, genau. Kinnbreite. Das ist... Ah, jetzt. So rum. Kieferbreite. So. Das sieht schon mal gut aus. Einmal bitte den Mund. Oh Gott. Nö. Ih. Guck mal. Ja, kannst du mal jetzt... Dankeschön. Immer so zu unfassbar dicke Lippen. Mundtiefe, der muss ein bisschen zurück. Mundbreite, Lippengröße. Ach, guck mal, die Lippengröße kann ich sogar anpassen. Da kann ich einen anderen... Ja, jetzt guck doch mal nach unten, Dankeschön. Da kann ich da hier das ein bisschen noch anpassen. Mundhöhe. Und Mundbreite. Mundtiefe. Huch, komm her. Ja, Mundtiefe. Da muss ich aber, glaube ich, das Kinn noch ein bisschen zurücksetzen. Also wir machen jetzt die Charakterstellung hier in einem weiter, damit ich nicht irgendwie 3 Folgen damit verbringe, hier den Charakter zu erstellen, ne? So. Ja, schon besser. Gut. So, die Nase gucken wir nochmal. Gucken wir noch eine andere. Schweinsnase. Nee, das sieht alles kacke aus, die Nasen. Nee, das sieht auch nichts aus. Ach, dann nehmen wir mal die passt doch am besten hier. Ich würde aber... Der Kiefer...
Die Wangenbreite, die gefällt mir nicht. Ach, das ist das hier. Ach, das ist das hier. Ja, so sieht das besser aus. So, gucken wir mal nach den Haaren. Gesichtshaare, Farbe. Ach so, das hat man schon. Gut. Ich würde mir wünschen, dass der wenigstens ein bisschen passendere, ein bisschen passendere Frisuren hat. Aber was soll's. So, da haben wir unser Agonis. Wo sind denn die Narben? Ach hier sind die Narben. Gesichtsstruktur. Ja, gut, die Narben sind noch da. Alles gut. Gut, fertig. Profilwiederherstellung beendet. Agonis Shepard. Ja, der hat sonst seinen Originalnachnamen nicht, aber das ist eigentlich egal. Ich finde es geil genug, dass man da ein bisschen den Namen und alles anpassen kann. So, dann wären wir fertig. Wenn Sie die Einstellung für diesen Charakter bestätigt haben, können Sie nicht mehr zu diesem Bildschirm zurückkehren und die Einstellung ändern. So, aber ich beende jetzt mal ganz kurz die Folge und bestätigen tun wir dann in der nächsten, ne? Also bis dann. Macht's gut. Tschüss.